Auf die Fresse, fertig, los! 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 Donnerstag im Stadtverkehr, kein Parkplatz, alles klar. Dann park ich halt den Parkverbot, wie das schon immer war. Ich steige aus, mach zu die Tür, da steht doch diese Frau vor mir im oberen blauen Assi-Trenchcoat, in der Hand ein Block Papier. Sie labert mir die Ohren zu, ob ich das gut fände, hier zu stehen. Es sei jetzt auf dem Bürgersteig kein Platz mehr zum Vorübergehen. Ich sage, weißt du was, du Kuh, du machst jetzt mal den Bagger zu, denn sonst bekommst du eine rein. Sie sagt nur, das wird teuer sein, ich rate Ihnen, jetzt ist noch Zeit, weg mit dem Ding vom Bürgersteig, denn sonst ruf ich einen Abschleppwagen, wofür Sie dann die Kosten tragen. Ewig Stress mit diesen Weibern, unsere Protokolle schreiben zu Politesse geboren, weil sie das Kind war zum Anschaffen, sie noch zu hässlich sind. Konntest keine Arbeit finden, muss als Politessin. Hängt dran, das Ticket ist mir egal, sie nicht zu schlagen ist eine Qual. Drum geh ich jetzt, wenn sie verstehen, ich will nicht hinter Gitter gehen. Du kannst ja ruhig den ganzen Tag rumstehen, bloß mich erstmal von hinten sehen. Bleiben Sie stehen, junger Mann, sonst fordere ich Verstärkung an. Ob Sie dann noch lachen, das sehen wir dann. Den Wagen weg, sonst sind Sie dran. Okay, okay, ich gebe nach, steig ins Auto, greif ins Handschuhfach, kuppelt Fenster runter, hol aus und blast der Funz die Lichter aus. Jetzt liegt sie da rum, die Politesse, dumm, und keiner der Passanten kümmert sich drum. Warum? We'll be right back.